IMMS ist ein landeseigenes Entwicklungsinstitut. Wir stellen Entwicklungsdienstleistungen für kleine und mittelständische Firmen zur Verfügung. Die Firma Sonotec hat uns beauftragt, sie bei der Entwicklung eines Gerätes zur Detektion von Leckagen bei Druckluftleitungen zu unterstützen. Entstanden ist ein leichtes, tragbares Gerät, welches die digitale Auswertung von Ultraschalldaten ermöglicht. Jetzt können wir den kompletten Frequenzbereich von 10 bis 100 kHz auswerten und hörbar machen. Wir haben für das Gerät nicht nur die Software entwickelt, wir haben die komplette Hardware-Plattform hier entwickelt. Die Leiterplatte, einen programmierbaren Hardware-Baustein, FPGA und das Board Support Package, das heißt die Grundsoftware. Dort haben wir Treiberkomponenten entwickelt, die es ermöglichen, den Datenstrom in Echtzeit zu empfangen. Das ist ähnlich wie bei Musik. Wenn ein Stück fehlt, dann höre ich das natürlich auch sofort. Das Sonaphone ist ein hervorragendes Beispiel für die gelungene Kooperation zwischen KMU und Forschungsinstitut. Die kleinen und mittelständischen Unternehmen sind in der Regel mit Alltagsproblemen doch extrem beschäftigt. Gleichzeitig steht aber auch die Aufgabe, neue Produkte zu entwickeln, vorentwickeln, zu leisten, sodass die Kooperation zu Forschungsinstituten absolut notwendig ist, zusätzliches Know-how zu aktivieren. Unsere Technologie arbeitet nun mit der Bewertung und Messung aller Frequenzen. Das ist vielleicht so ähnlich, als wenn Sie Radio nur auf einer Frequenz hören würden. Da würden Sie nicht viel Freude an der Musik haben. Und eine ordentliche HiFi-Anlage macht Ihnen mehr Freude. Und wir haben sozusagen, machen wir es mal vereinfacht in der Formulierung, die HiFi-Anlage in die Ultraschallwelt hineingebracht. Wir haben das Sonaphone so ausgelegt, dass wir unser Businessgebiet vorbeugend Instandhaltung bedienen. Ein Stichwort ist zum Beispiel die Lagerdiagnose oder die Diagnose von Getrieben. Wenn ich das Gerät so in die Hand nehme, habe ich natürlich zuallererst die Anmutung eines relativ schweren, aber noch gut zu handelnden Handys. Ich habe also das Gefühl, ein Industriemessgerät in der Hand zu haben. Das Sonaphone findet Einsatz bei der Leckageortung von Druckluftsystemen. Wir finden die Leckagen schneller und vor allem auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Laute Industrieanlagen, überall wo es zischt, wo Maschinen laufen, das, was wir als Mensch ja schon wahrnehmen, wo es laut ist, ist natürlich auch entsteht auch Ultraschall. Und wir können durch diese sehr breitbandigen, hochfrequenten Ultraschallwellen die Phänomene besser detektieren. Das Sonaphone ermöglicht ein schnelles und einfaches Reporting, speziell bezogen auf die Anwendungen, die vor allem beim Energiemanagement eine große Rolle spielen. Energiemanagement-Audits werden immer wichtiger. Ja, über die Nominierung zu den drei Finalisten des TÜV Süd-Innovationspreis haben wir uns wirklich riesig gefreut. Wir haben damit gar nicht gerechnet. Das war wirklich so eine Nachricht am Freitagnachmittag, kurz vor dem Wochenende. Wirklich eine tolle Nachricht, die wir auch gleich ins Team gestreut haben. Und es wurde wirklich mit großer Freude auch wahrgenommen.